Hallo, ich bin's wieder, eure Donna. In diesem Häkeltipp zeige ich euch meine Lieblingsmethode, um abnehmbare Bommel an selbstgehäkelten oder gestrickten Mützen anzubringen. Und zwar so, dass man die Mütze jederzeit sowohl mit als auch ohne Bommel tragen kann. Ihr braucht dazu natürlich einmal die Mütze, an der ihr euren abnehmbaren Bommel anbringen möchtet. Ich habe hier zum Beispiel eine selbstgehäkelte. Zu dieser Mütze gibt es übrigens auch eine Häkelanleitung von mir. Die habe ich euch bei Interesse hier oben und auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann einen Bommel mit Gummischlaufe. Ich habe hier zum Beispiel einen aus Kunstfell. Einen Knopf mit 1,5 bis 2 cm Durchmesser. Am besten aus Holz, Plastik funktioniert aber auch. Dann noch eine beliebige Häkelnadel, bei der der Haken groß genug ist, um die Schlaufe eures Bommels greifen zu können. Und dann noch einen Dremel mit Schleifspitze. Falls ihr keinen Dremel habt, könnt ihr alternativ auch eine Rundfeile verwenden. Das geht genauso gut, das dauert dann einfach nur ein bisschen länger. Wir machen jetzt erstmal Folgendes. Und zwar, wir nehmen unseren Knopf zur Hand. Ich habe hier wie gesagt einen aus Holz, die mag ich total gerne, besonders weil sie diese Handmade with Love Gravur haben. Das passt immer perfekt zu selbstgemachten Unikaten. Dann nehmen wir uns als nächstes unseren Dremel mit Schleifspitze oder eben eine kleine Rundfeile, je nachdem was ihr habt. Nehmt euren Knopf dann fest in die Hand, denn wir werden jetzt gleich damit beginnen, hier an der Seite, so ungefähr auf Höhe des Herzchens, eine kleine Einkerbung einzufräsen. Stellt euren Dremel dazu auf Stufe 2 bis maximal 4 und arbeitet hier langsam und vorsichtig, um Verletzungen durch Abrutschen zu vermeiden. Die Einkerbung muss auch gar nicht sonderlich tief sein. Ihr seht schon, das hier, das reicht schon vollkommen aus. Und das Gleiche wiederholen wir jetzt noch auf der anderen Seite, sodass wir auf zwei gegenüberliegenden Seiten jeweils eine Einkerbung haben. Und tada, da ist er auch schon, unser schöner Knopf mit zwei gegenüberliegenden Kerben. Jetzt schauen wir uns mal an, wofür wir denn eigentlich diese beiden Einkerbungen gemacht haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr es euch wahrscheinlich schon denken könnt. Nachdem wir also unseren Knopf so modifiziert haben, brauchen wir jetzt unsere Mütze, an der wir den Bommel anbringen möchten. Dann unseren Bommel mit Elastikband und noch eine Häkelnadel. Legt den Knopf aber erstmal noch beiseite. Denn wir nehmen jetzt unsere Mütze und gehen dort auf die Innenseite. Die Mütze, die ich hier gerade habe, wurde als einfaches Rechteck gehäkelt. Das heißt, hier in der Mitte befindet sich die Öffnung, die wir geschlossen haben. An dieser Stelle stechen wir nun mit unserer Häkelnadel ein und führen sie auf die Außenseite der Mütze durch. So, jetzt nehmen wir unseren Bommel und greifen die Gummischlaufe mit dem Haken unserer Häkelnadel. Diese Gummischlaufe ziehen wir so dann auf die Innenseite unserer Mütze durch. Und jetzt kommt der Moment, an dem unser Knopf zum Einsatz kommt. Nehmt anschließend also euren Knopf und platziert ihn so, sodass das Elastikband genau in den Einkerbungen sitzt. Und das war jetzt auch schon der ganze Zauber. Ich liebe diese Methode. Sie hat so viele Vorteile. Durch diesen einfachen Trick sitzt der Bommel super fest an unserer Mütze. Er stört überhaupt nicht beim Tragen. Er trägt auf der Innenseite auch nicht irgendwie komisch auf. Den merkt man wirklich überhaupt nicht.
Und das Ausschlaggebende: Ihr könnt jetzt einfach bei Bedarf den Knopf aus dem Gummiband lösen und so den Bommel jederzeit wieder abnehmen. So könnt ihr eure Mütze je nach Gefallen auch mal ohne Bommel tragen, ohne dass man zum Beispiel irgendwelche angenähten Magnetvorrichtungen von außen sieht. Ihr könnt den Bommel so auch schnell und unkompliziert auswechseln und zum Waschen ist das natürlich auch viel komfortabler. Diese Methode funktioniert, wie bereits erwähnt, auch ganz hervorragend bei zum Beispiel mit einer Strickmaschine gestrickten Mütze. Dieser rote Beanie hier ist zwar ziemlich unspektakulär gearbeitet, aber er gehört tatsächlich zu meinen Lieblingsmützen. Den hatte ich schon vor einiger Zeit mit der AliExpress King Size angefertigt. Ich hoffe, euch hat dieser Häkeltipp auch dieses Mal wieder weitergeholfen und inspiriert, sodass ihr nun Lust habt, die Knopfmethode auch mal auszuprobieren. Oder habt ihr vielleicht sogar noch eine ganz andere Methode, die ihr gerne nutzt? Lasst mich das doch sehr gerne in den Kommentaren wissen, ich bin wirklich gespannt. Wenn ihr keine weiteren Tipps und Tricks rund ums Häkeln sowie anfängerfreundliche Häkelanleitungen verpassen möchtet, dann abonniert meinen Kanal doch gleich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Häkelanleitung wiedersehen.